Weiter geht's bei Let's Play Back to the Future, zurück in die Zukunft. Wir müssen immer noch Einladungen wegbringen. Und wir müssen irgendwie an McFly dranbleiben, aber ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Ob wir hier irgendwas auf die Straße legen können vielleicht? Irgendwas mit Farbe oder so? Aber was würde Farbe bewirken? Ich kann leider den Schienen nicht immer weiter folgen. Beziehungsweise, ja, das sind ja Straßenbahnschienen. So, und der fährt in die Richtung hier. Da geht's nicht weiter, habe ich recht? Ja, ich habe recht. Leider. Psst, Doc! Wissen Sie was? Damit Ihr jüngeres Ich freikommt und den Raketenbohrer fertigstellen kann, muss ich meinem Großvater eine Vorladung schicken. Großer Gott! Du kannst ihn Arthur nennen. Er ist Kit Tennis Buchhalter. Marty, was du auch tust, es ist entscheidend, dass du die Zukunft deines Großvaters nicht zu stark veränderst. Die Konsequenzen wären katastrophal, schon klar. Keine Ahnung. Ohren steif halten, Doc. So, wir müssen also an diesem wunderbaren Kerlchen dranbleiben. Ich weiß ja leider noch nicht mal, dass der Typ da ist, der hier immer vorbeifährt. Ist er das oder ist er das nicht? Sieht so ein bisschen aus danach. Fährt denn der los? Wenn wir nur an ihm dranbleiben könnten, okay. Ich muss da nicht mehr. Wenn wir davon ausgehen, dass das ein Autofahrer ist. Scheren. Jetzt guckt er wieder blöd. Ja. Ich brauche eine Schere. Ich gehe da besser nicht. Hier vielleicht irgendwas? Stell dir vor, in fünf... Nein. Dang, nabbit. Damit dann auch nicht. Ampel auch nicht. Oh, liegt da was? Nein. Kann ich überhaupt in den Pavillon rein? Ja. Hat das einen Effekt? Nein. Ah, dumm. Fährt der die ganze Zeit im... Oh, was ist denn da oben? Nix? Netter Hund. Gehört er Ihnen? Nein, er gehört hier in die Nachbarschaft. Einstein, kannst du für mich theoretisieren? Autos hätte ich nämlich komplett abgesucht, aber ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir was mit den Autos machen müssen. Eastern Auto Sales. Nein, da komme ich nicht rein. Vielleicht muss ich mich ja anfahren lassen. Was ist denn auf dem Baum? Bellt denn der da rum? Ich hab doch genau gesehen, warum läufst du da nicht hinterher? So, wieder raus. Nein, das ist der bestimmt. Ich kann hier nichts machen. Ich würde ja gerne die Ampel auf Rot stellen, aber das klappt leider nicht. Der Absteige. Mal gucken. Pelzhändlerschild. Was? Überrest? Achso. Ja. Es wird wahrscheinlich wenig Effekt haben, wenn ich mir die Schilder angucke. Aber
aber ich will nichts unversucht lassen. Was war das denn gerade? Würdige Waffen für jedermann. Wie krieg ich den Kram jetzt gelöst? Anwaltskanzlei Gale, Zemeckis und Fein. Hausieren verboten. Ja. Ja, Le Mans Hermelin-Pelze. Schätze mal, es gibt keine große Nachfrage nach Pelzmänteln mitten in der Depression. Im Juni. Okay, ich muss dir sagen, deine Sprüche sind zwar einigermaßen lustig, aber was war das? Überreste der Bar. Das Fenster vielleicht? Nein. Schild der Bank. Bank von Italien? Okay, vielleicht, wenn wir jetzt Suppe holen, könnte das was machen? Ich würde so gerne diese Ampel bedienen, aber es klappt nicht. Ich kann ihn aber auch gar nicht anklicken. Ich glaube, ich muss nochmal in die Suppenbar. Wenn ich die Suppe irgendwie mit Farbe verbinden könnte, das wäre vielleicht noch eine Idee. Dann könnte ich das irgendwie, wie gesagt, auf die Straße legen. Stopp! Da hinten komme ich auch nicht hin. Gibt's das denn? Nochmal da rein. Naja, wenigstens sagt er nicht von vornherein, ich muss da nicht mehr rein, ich habe alles oder sowas. Das ist ja ganz gut. Okay, ich hab Großvaters Hut. Und jetzt? Hä? Der Hund ist aber mal hier drin, ne? Der hat doch gerade gebellt. Oder war das der Besitzer da? Du hast Großvaters Hut. Ja, natürlich hast du den. Warum sagst du das so random? Dieser Hut gehört meinem Großvater. Ja, das ist richtig. Ich möchte das jetzt nicht aufnehmen. Aufnehmen wäre noch eine Idee. Aufschrift. Ach so, das ist da hinten das. Ah, doof. Ich spreche lieber nicht mit ihm, sonst... Wir hätten... Ja, komm, du kennst das. Der steht hier. Dieser Hut gehört meinem Großvater. Vielleicht, wenn wir jetzt mit dem Typen reden, das haben wir auch noch nicht mehr getan. Was gibt's, Junge? Also, das war mal eine Suppenküche? Was meinst du mit war mal? Trotz Kürzungsmitteln an die Bedürftigen. Ja. Genau. Nur Personal da. Wow. Soweit waren wir auch schon. Lass es nicht drauf ankommen, Junge. Da waren doch nur noch zwei Fässer oben. Passiert nichts mehr. Was? Okay, es bringt zwar nichts, wenn ich da hinten irgendwie versuche. Ich möchte da eigentlich auch nur durchgucken, um zu gucken, ob da ein... Ich hoffe, Doc Juniors Dingsbums hält das aus. Oh, oder wir müssen vielleicht irgendwas mit dem Gerät hier machen, mit der Erfindung. Das hilft dir nicht weiter mit Arthurs Hut. Nicht schlecht, Doc. Jetzt sagt er wieder, ich kann das immer noch nicht bewegen. Nein. Ich komme hier immer noch nicht durch. Aber wenigstens stehen diese Tische jetzt. Ich habe so viel durchmachen müssen, um an dieses Ding zu gelangen, das lasse ich nicht mehr aus den... Kann ich in dem Hut für die Suppe aufbewahren? Das hilft dir nicht weiter mit Arthurs Hut. Weißt du doch gar nicht. Das hilft Alter. Dir nicht... Alter! Fässer voller Suppe. Das hilft dir nicht weiter...
reden wir nochmal mit Doc Brown. Ey, ich bin so ratlos. Emmett. Ja? Diese Küche ist offen. Ja. Stimmt. Wir kommen. Ich denke weiter nach. Benutze Tonbandgerät vielleicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Habe ich dir doch gerade gesagt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich... Macht es Sinn, noch irgendwen aufzunehmen? Kann ich ihn aufnehmen? Habe ich, glaube ich, schon versucht, oder? Ich möchte das jetzt nicht auf... Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich das Geräusch aufnehmen von der Schwingtür. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, ich leider gerade auch nicht. Oh, ey, das ist hart, hart, hart. Ich bin einfach nicht mehr geübt darin, Adventures zu spielen, glaube ich. Ja, auch nicht weitergehen, mein Gott. Oh, ist an dem Auto irgendwas? Kann ich das Polizeiauto klauen? Nein, natürlich nicht. Gar nichts kann ich damit machen. Gar nichts. Doch gar nicht. Das, das hilft dir nicht weiter mit Arthurs Hut. Das hilft dir nicht weiter mit Arthurs Hut. Vorladung. Ich habe so viel durch aus den Okay, vielleicht können wir uns ja... Mein Großvater ist vielleicht etwas schwächlich, aber sein Hutgeschmack ist auch... Ist auch, ja, Ich muss diese Vorladung zu Arthur McFly bringen, damit der junge Doc mir hilft, den alten Doc aus dem Gefängnis zu befreien. Das bringt mir aber auch nicht wirklich was. Oh, komm schon. Der muss doch jetzt jede Sekunde angefahren kommen. Springt die Ampel denn irgendwie von selbst mal ausnahmsweise um? Gut. Was? Oh nein, ich dachte, es hätte geklappt. Wenn ich den Hut hier irgendwo hinlegen könnte, dann könnte der vielleicht anhalten. Aber das klappt dann auch nicht. Kann ich hier irgendwo festmachen? Hey, ich dachte eigentlich, die Idee wäre voll cool. Das hilft dir nicht weit. Ach, ich weiß ja noch nicht mal, ob ich auf der Suche oder auf den Fersen des Richtigen bin. Mensch. Ich habe die Suppe durch Alkohol ausgetauscht. Jetzt muss ich ihn nur noch zu Emmett schaffen. Ja, ist klar. Ey, gib mir doch mal einen ordentlichen Tipp, außer wir müssen an ihm dranbleiben. Da. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Irgendeine Idee, wo wir Artie finden? Nein, wenn wir nur an ihm dranbleiben könnten. Hast du die Zeitmaschine gelesen? Von Wells? Noch. Wir stellen diese Vorladung zu. Ey, Alter, ich bin echt am Ende. Ah, warte mal, an ihm dranbleiben. Hier, riech mal.
Hey, Einy, komm mal her. Kannst du den Mann zu diesem Hut finden? Wo will er hin? Das lässt sich nur auf eine Art rausfinden. Mhm. Halleluja! Oh mein Gott! Ha! Déjà vu! Summer! Ja? Wer ist da? Es ist McFly! Sch, ich weiß! Ich habe deinen Hut. Den bekommt er zurück, nachdem er die Vorladung von mir erhalten hat. Okay. Ach, jetzt muss ich den wieder neu ansprechen, oder was? Das ist nicht nötig. Arthur ist schon da. Wo? Oh. Vorladung. Geschenk für dich. Will mich hier jemand veräppeln? Was nun? Ich hab was für dich. Vorladung. Was glaubst du, was du da tust? Ihm die Vorladung zuwerfen. Das geht nicht. Du musst sie ihm geben. Ja dann. Gut. Den bekommt er zurück nach... Okay, ich muss die also an ihn abgeben, ja? Foto. Arthur ist schon genug durcheinander. Er würde total ausflippen, wenn man ihm jetzt ein Bild von seinem noch nicht geborenen... Der nervt. Okay, okay. Halten wir mal fest, wir kommen momentan noch nicht sonderlich weit damit. Willst du Brot haben? Oder hast du eine Idee? Kann ich helfen? Vergiss es einfach. Offenbar nicht. Gut, schauen wir uns mal um. Nein, schauen wir nicht. Aber ich könnte auch einfach mal mit ihm reden, ne? Das fällt mir mal so spontan als Geistesblitz ein. Was nun? Was nun? Hallo. Hey Arthur, hätten Sie einen Moment Zeit? Kennen wir uns? Wichtige Mitteilung. Wir haben einige wichtige Informationen für Sie, die wir nicht so besprechen können. Sie sind privat. Dann schicken Sie es mir per Post zu. Ich sitze hier oben fest, bis der Boss mir erlaubt zu gehen. Entschuldigung, ein andermal. Okay, das war ganz offenbar die falsche Antwort. Haben die einen Brief, hat der einen Briefkasten? Nein. Was nun? Was nun? Okay, ich denke, dieses letzte Dialog fällt da. Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Das ist immer dafür, warum? Das Gespräch zu beenden. Paket. Wir haben etwas für Sie. Es ist ein Ein Vorteilsabonnement für das Fachblatt der Buchhalter. Er wird nicht rauskommen, wenn er unser eigentliches Anliegen kennt. Oh, in Ordnung. Ich bin nicht interessiert und außerdem lässt mich mein Boss nicht aus dem Zimmer. Entschuldigung, ein andermal. Du musst nicht jedes Mal deinen Scheiß darunter machen, ja? Jetzt fragt er wieder so dumm. Was nun? Als ob er nicht genau wüsste, wer hier gerade geklingelt hat. Was nun? Gut, so viele Antwortmöglichkeiten bleiben nicht mehr. Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum? Wir repräsentieren das Gesetz. Wollen Sie etwa gegen das Gesetz verstoßen? Nein. Aber ich will auch nicht gegen Kit Tennants Gesetz verstoßen. Und er hat mir befohlen, hier zu bleiben, bis er mich gehen lässt. Entschuldigung. Okay, dann verlust. Ob ich hier wieder weg kann? Nee. Sehr gut. Was? Rathausplatz verlassen. Will ich jetzt gerade aber nicht.
glaube, wir können hier durchaus noch was machen. Einstein. Danke, dass du uns hierher gebracht hast. Ab hier kommen wir allein zurecht. Offenbar ja nicht. Großmaul. Was nun? Oh. Ich bin's wieder. Warum? Ich bin Ihr Enk, der Großneffe Ihrer Mutter. Sie meinen mein Großcousin? Ja. Schön, Sie kennenzulernen. Aber ich darf das Haus erst verlassen, wenn mein Boss es erlaubt. Er hat klare Anweisungen gegeben. Entschuldigung. Okay, dann müssen wir also Biff Tannen finden, nehme ich an. Da noch was? Nee. Vorladung. Benutze es mit der Klingel. Ich weiß nicht, was ich tun. Okay. Aber hier lasst es erstmal gut sein, Leute. Ich sage danke fürs Zugucken bei Let's Play Zurück in die Zukunft. Und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut!